Jetzt eine junge Frau, die kommt aus Russland, lebt schon seit 9 Jahren in Wuppertal und wollte immer mal gerne mitmachen hier bei Wuppertal Hilft. Und deswegen ist sie besonders froh, dass es in diesem Jahr zum ersten Mal geklappt hat. Und das ist wirklich was ganz Außergewöhnliches. Sie hat uns im Radio Wuppertal Interview erzählt, dass sie irgendwann als Kind Geige lernen musste, weil ihre Eltern waren Musiker und jetzt macht sie es richtig gerne. Sie spielt Popmusik auf der Geige. Meine Damen und Herren, jetzt ein riesengroßer Applaus für Vialina. Meine Damen und Herren.